There's a streetwise Hercules to fight the rising heart. I need a hero. Sie sehen heute Abend besonders bezaubernd aus. Ching! Wir haben ein Problem. Gut. Die Identitäten unserer Agenten wurden enttarnt. Das Land befindet sich im kompletten Chaos. Und das Universum schickt mir sie. Sir! Ja, schon gut, Buff. Wir gehen auf eine Mission, nicht in die Flitterwochen. Natürlich, Sir. Zielort? Südfrankreich, Sir. Schalte die Raketen scharf. Das sind nur Radfahrer? Es sind französische Radfahrer, Buff. Und sie behindern den Geheimdienst ihrer Majestät. Sie ist der Schlüssel zu diesem Fall. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals einen Mann wie Sie kennengelernt habe. Darf ich diese Unklarheit für Sie beseitigen? Haben Sie nicht. Virtual Reality? Man geht voll darin auf, es gibt Menschen, die ihre Umgebung völlig vergessen. Ich denke, wir können garantieren, dass das nicht passieren wird. Sagen Sie mir, dass der Agent, den Sie vor Ort haben, irgendwelche Fortschritte macht. Ziel erfasst. Jetzt sollten wir den aufblasbaren Schuhkarton einsetzen. Nein, nicht den Wagen öffnen! Kommen Sie irgendwie an den Türgriff? Nein, nicht wirklich, Sir. Magnetische Stiefel. Brillant, Sir. Niemand darf auch nur ahnen, dass wir hier sind. Bis zu unserem Wiedersehen. Das ging schneller als erwartet. Das war der Trailer von Johnny English, Man lebt nur dreimal. Dem dritten Teil, logisch, dieser Bond-Persiflage, möchte ich mal sagen. Wieder mit Rowan Atkinson, besser bekannt als Mr. Bean. Noch mit dabei Ben Miller, Olga Kurylenko, bekannt aus Quantum Trost, dem Bond-Film. Mit Daniel Craig damals natürlich. Und Jack Lacey ist dabei und die Oscar-Preisträgerin Emma Thompson. Das Ganze kommt am 18.10. in die Kinos und ist im Verleih von Universal. FSK, wahrscheinlich ab 12, habe ich noch nichts drüber gefunden. Und auch über die Spiellänge habe ich nichts gefunden. Ja, wenn man sich den Trailer anguckt, dann sieht man sofort, dass man so einen typischen Rowan Atkinson-Film erwarten kann. Auch in der Tradition der beiden Vorgängerfilme. Regie führt übrigens David Kerr. Und ja, zur Geschichte kann man eigentlich in wenigen Sätzen beschreiben. Ein Hacker hat den britischen Geheimdienst gehackt und hat alle Namen der Undercover-Agenten rausbekommen und die sind jetzt natürlich da kurz davor, enttarnt zu werden und möglicherweise auch getötet zu werden. Und jetzt muss Johnny English ran, um diesen Hacker, und gerade er als sehr analoger Mensch, muss diesen Hacker zur Strecke bringen und den Geheimdienst retten, vor allen Dingen die Agenten, die betroffen sind. Johnny English baselt natürlich durch die ganze Geschichte, macht ziemlich falsch. Er wird auch als einziger Agent beschrieben, der bis jetzt jeden Auftrag vermasselt hat. Das passt ziemlich gut. Wir können natürlich in diesem Film Action-Slapstick-Nummern erwarten, deutet sich ja auch schon in dem Trailer an. Also Rowan Atkinson hat natürlich diese wirklich sehr witzige und englische, britische Ausstrahlung, die ihn wirklich zu einem der bekanntesten Komödianten weltweit macht, Slapstick-Komödianten, die jetzt auch in solchen Filmen natürlich auch mit viel, viel Action daherkommen. Und deswegen gibt es sicherlich eine Menge Fans, die sich diesen Film angucken werden. Ich bin mir da nicht sicher. Das ist auch immer so eine Stimmungsfrage, ob man gerade Lust auf sowas hat. Man wird es sehen. Also Johnny English ab 18.10. in den Kinos, Teil 3, Man lebt nur dreimal. Viel Spaß, wenn ihr reingehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch auch viel Spaß mit den Filmen, die ihr so guckt, Serien und so weiter und so fort. Tschüss.